Heute bringen wir frischen Wind in die Terrakuppel, denn wir erweitern heute eins der Gebiete der Terrakuppel, und zwar das Küstenareal. Und da schauen wir doch mal, was wir da für Pokémon an Land ziehen können, beziehungsweise welchen Pokémon wir hier begegnen können. Dafür gehen wir jetzt als erstes mal ins Liga-AG-Zimmer und schalten für 3000 BP ein bisschen mehr Pokémon frei, die wir da bekommen können. Für 3000, ja, ist schon ganz schön viel, aber die kann man dann doch recht schnell, vor allem mit Gruppenmissionen, erledigen, wenn man in der Gruppe spielt. So, versuchen wir mal unser Glück hier. Wir wollen BP übertragen. Und zwar hier wollen wir Dingsbums. Wo war es denn? Smart. Mehr Artenvielfalt, genau. Mehr Artenvielfalt im Küstenareal. Für 3000 BP können wir das machen. Wir wollen die Vielfalt an Pokémon im Küstenareal erhöhen. Für die Anpassung der Umweltbedingungen benötigen wir aber jede Menge BP. Daher bitten wir um Spenden. Jawohl, dann spenden wir doch mal die 3000 Flocken hier. Haben wir noch 60 BP übrig. Oh, da klingelt das Telefon. Haha, ich bin Terry von der Kuppel AG. Danke für deine Unterstützung. Durch deine Spende sind wir in der Lage, die Umweltbedingungen der Kuppel zu optimieren. Mit den BP, die du uns diesmal geschickt hast, konnten wir einiges bewirken. Wir haben das Ökosystem des Küstenareals verbessert. Dort kannst du nun Chimpep und andere neue Pokémon antreffen. Im Küstenareal sind jetzt mehr Pokémon-Arten anzutreffen. Muss man das dann nochmal erweitern oder reicht das dann einmal, dass man für das Gebiet alle Pokémon freigeschalten hat? Mehr Artenvielfalt, alles klar. Nein, nein, nein. Das bleibt dann also einmal 3000 und dann ist das jeweilige Areal voll ausgestattet. Jo, und dann schauen wir jetzt mal. Chimpep und Co. können wir dort antreffen. Gehen wir mal in die Terrakuppel und schauen mal, was uns im Küstenareal erwartet. Ich bin schon echt gespannt. Und vor allem entwickeln wir da noch die Pokémon weiter. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt schon mal gerne den Kanal. Denn ich denke, da gibt es jetzt einiges zu sehen. Es sollten 6 Pokémon sein. 6 Starter-Pokémon, die wir da bekommen können. Wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Wir fahren dort gleich mal hin. Ist jetzt nicht mehr ganz so weit entfernt. Da stellen wir uns schon mal geistig darauf ein, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Wir müssen ohnehin fast das gesamte Areal durchgreifen, denke ich, damit wir alle Pokémon sehen können, fangen können. Weil die ja sicherlich nicht alle auf einem Haufen sitzen. Junge, hier sind jede Menge Items. Und davon kein einziges mitgenommen, obwohl ich A gedrückt habe. Aber ja gut, ja. Das ist jetzt nicht unsere Mission. Unsere Mission ist jetzt Küstenareal. Ich bin echt gespannt, welchen Dude wir als erstes hier begegnen. Jo, bleiben wir erstmal hier an Land, ob wir hier schon mal was sehen. Die Items lassen wir jetzt mal schön außen vor. Dich haben wir schon gesehen. Hier haben wir gleich einen Chimpep am Strand wandern. Sehr schön. Fangen wir damit an. Das haben wir zwar schon, aber der Vollständigkeit halber. Auf Level 66 fängt man das hier. Nur noch 2 Level-Ups, dann haben wir eine Entwicklung davon. Sehr schön. Also wir haben das ja schon, aber trotzdem der Vollständigkeit halber fangen wir die Pokémon hier trotzdem alle mal ein. Und dann entwickeln wir die auch alle schön weiter. Sehr schön. Das erste hat gleich wunderbar funktioniert. Geht nochmal ein Level-Up fürs Team. Schimpansen-Pokémon, jawohl. Wir wollen keinen Spitznamen geben. Wenn es mit seinem Schlegel auf allerhand Dinge eintrommelt, lässt es sich immer mehr mitreißen und sein Rhythmus wird immer schwungvoller. Das nehmen wir jetzt gleich mal ins Team auf. Und ja, wir packen jetzt nach und nach die Pokémon hier raus, mitsamt Item in die Box schicken. Und dann entwickeln wir Chimpip jetzt gleich mal weiter. Ja, einfach, ich denke mal, ja, wir nehmen jetzt hier Sonderbonbons, das wird am besten sein. Level 67, damit haben wir die zweite Entwicklung. Chim Sticks kommt jetzt auf uns zu. Im Hintergrund sieht man Tentoxa umherfliegen, wandern, wie auch immer. Da ist er, der Dude hier. Und dann entwickeln wir den natürlich auch gleich nochmal zu Gordrum weiter. Die Moves sind jetzt erstmal zweitrangig. Wir wollen jetzt erstmal jede Menge Entwicklungen sehen. Das ist das heutige Ziel. Und wenn noch Zeit ist, wartet an der Traubenakademie auch noch ein paar Interaktionen auf uns, die ich damals verpasst habe zu machen. Aber davon später mehr. So, Gordrum ist am Start. Sehr cool. Damit haben wir die erste Starterreihe des Küstengebietes, des Küstenareals hier fertig. Und dann halten wir jetzt mal Ausschau nach der zweiten. Sehr schön. Gordrum ist schon mal am Start. Geht's weiter. Am Strand. Ja, ob wir im Wasser auch was finden können. Sieht ja bisher jetzt nicht so aus. Bisher nur bekannte Pokémon. Ja, Finneon auch mit dabei. Hier schwimmt erstmal nichts, aber okay, wir lassen uns... Ah, hier schon wieder ein Chimpsticks. Das hat uns aufgelauert. Okay. Aber das brauchen wir jetzt natürlich nicht.
1 reicht vollkommen aus. Wir schauen weiter. Wir halten weiter die Augen offen. Vielleicht finden wir ja schon bald das 1. Oh, das ist 1. Ja, genau hier. Rohrball oder wie das heißt. Genau, genau. Gleich das zweite. Ein Rohrball. Sehr geil. Auch hier werfen wir natürlich einen Ball. Es ist auf Level 60. Auch das versuchen wir jetzt einzufangen. Und das scheint auch zu funktionieren. Wunderbar. Zweiter Starter ist im Gepäck. Sehr schön. Das läuft ja wie eine 1. Zwei Pokémon haben wir jetzt also schon. Bleiben dann nur noch 4. Das Seehund-Pokémon. Dank seines täglichen Trainings gelingt es ihm, mit seiner Nase immer größere Blasen zu erzeugen. Den nehmen wir natürlich auch ins Team auf. Rohrball. Und dafür packen wir jetzt Terapagos weg. Wurde auf die Box geschickt. Ciao, Kollege. Bis irgendwann. Und so vervollständigen wir ja auch gleich den Pokédex für die Gemma-Quest, die wir brauchen, um die zwei neuen Paradox-Pokémon freizuschalten. Also das ist hier durchaus vonnöten. Ohne die Starterentwicklungen wird man das, denke ich, gar nicht schaffen können. Ja, ja. Sonst begegnet man, glaube ich, nicht 200 Pokémon, die man hier fangen und weiterentwickeln kann. So schien es mir. Deswegen ist das ganz sinnvoll, wenn wir jetzt das zuerst tun und danach nochmal in den Schlund von Paldea reisen, um die zwei Paradox-Formen zu fangen. Jetzt entwickeln wir erstmal Rohrball. Ist das Primarene, die Entwicklung hier? Danach dann, was danach kommt. Erstmal hier Marikek haben wir jetzt hier am Start. Das Popsternchen-Pokémon. Das Wohlergehen seiner Freunde ist ihm sehr wichtig. Wenn sein Trainer schlechte Laune hat, versucht es, ihn mit seinen Tänzchen aufzuheitern. Sehr geil, sehr geil. Ja genau, und Primarena ist dann die dritte, die Endentwicklung. Das holen wir uns jetzt natürlich auch noch. Sonderbonbons sind ja ohne Ende am Start. Packen wir hier aber nochmal eins drauf. Und dann ist es schon soweit. Die krasseste Entwicklung, die komischste Entwicklung war ja hier, hatte ich off-cam gemacht, nicht von den Startern her. Ich weiß es jetzt, wie hieß es denn gleich nochmal? Ich schaue gleich mal nach. Primarena, Solisten-Pokémon Wasserfee, der Anblick. Wenn es in mondhellen Nächten singt und seine Kolonie anführt, ist es magisch. Es wird auch Primadonna genannt. Sehr geil. Haben wir das auch. Sehr, sehr geil. Wie hieß dann das Teil? Ja, wir erlernen jetzt nicht die Schaumserenade. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Ich schaue mal schnell nach. Hier in den Pokémon-Boxen hier, da musste man die Switch auf den Kopf drehen. Das war echt wild. Hier Calamanero, kann das sein? Gibt es da so ein Pokémon? Ja, wo ist es denn hin? In welcher Box schlummert denn der Kollege? Habe ich doch letztens erst gemacht. Kann doch nicht so weit weg sein. Ich dachte Calamanero oder irgendwie so heißt das schon. Ich denke, im Pokédex ist man da schneller fündig, oder? Das war, ja, aber auf jeden Fall genau während des Level-Ups hier die Switch umdrehen, das war ja echt krank. Sind wir im richtigen Pokédex unterwegs? Nein, wir müssten vielleicht hier rein. Da schauen wir mal nach, ob ich es jetzt gleich hier finden kann. Also viele gesehen habe ich ja, aber bei weitem noch nicht alle gefangen. Geschweige denn entwickelt. Mache ich jetzt schön nach und nach, damit wir dann auch schön vorankommen können mit den ganzen Quests, die wir hier noch zur Verfügung stehen haben. Ist das so weit hinten oder bin ich da schon drüber? Ja, jetzt kommen die ganzen Starter schon. Na hier, Alter, bin ich jetzt drüber? Na, warte mal, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das Kollege, dass der kleine Kollege hier weg ist. Oder, ja, der sollte ja hier schon im Pokédex sein, wenn ich das Ding in der Terra... Hier, Iskala und Calamanero, genau. Die beiden Dudes hier, also direkt beim Level-Up die Switch umdrehen, damit sich das Ding entwickelt. Das ist auch eine echt kranke Form. Kennt man ja sonst gar nicht. Aber gut, ja, wir haben Wasserstein gefunden. Jetzt schauen wir hier mal weiter. Gehen wir jetzt hier mal auf den Berg rauf. Mal schauen, ob wir da schon den nächsten Starter finden können. Alle unterschiedliche Spots, zum Teil zumindest. So, schauen wir hier mal. Einen Blumenkranz haben wir hier am Start. Noch mehr Blumenkränze. 17 Terra Stücke Boden. Choreogel. Oder Choreogel, weiß ich jetzt nicht, wie man das ausspricht. Ein Flottball haben wir hier noch. Das haben wir auch schon, weiß die Name jetzt nicht. Psiaugon oder was weiß ich.
Einfach mal weiterschauen. Hier ein bisschen das Gebiet durchstreifen. Leta King ist auch mit dabei. Uwei gibt es hier auch. Slimog in der Alola-Form. Ein Item. Slimer ist auch mit dabei. Noch ein Item haben wir hier. Ja, wo ist das nächste Starter-Pokémon? Tukanon haben wir hier. Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Man muss sich hier auch ein bisschen bewegen, damit man auch Pokémon zu Gesicht bekommt. Hier scheint jetzt erstmal nichts los zu sein. Gehen wir mal auf die weitere, auf die zweite Insel hier. Im Küstenareal. Wie der Slimog. Die sind ja auch relativ klein, ne, die Pokémon. Sind gar nicht so, so leicht zu entdecken. Wie die großen Viecher. Bist du eins? Ah, hier, Froxy haben wir hier. Das ist der nächste. Das ist das nächste. Ich weiß jetzt gar nicht, zu welchem sich das entwickelt. Wir fangen es mal ein. Weiß ich, ist das Atmurai, die Reihe? Weiß ich jetzt. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir schauen mal, was wir da rausbekommen. Das Blubfrosch-Pokémon. Es nutzt seine herausragende Sprungkraft, um elastische Blasen über den Kopf seiner Gegner abzuwerfen und diese zum Narren zu halten. Jawohl, sehr schön. In mein Team aufnehmen. Da packen wir das nächste Pokémon raus. Sandama mitsamt Item in die Box damit. Und auch hier natürlich wieder dasselbe Spiel. Schön Items draufballern. Sonderbonbons 2 Stück und dann hätten wir schon Entwicklungen am Start. Hier, Froxy. Level 66 und es entwickelt sich. Zu welcher Stufe? Lass mal sehen, was kommt dabei raus. Ich bin echt gespannt. Ganz genau weiß ich es nicht. Ah nein, warte mal, nicht Quai. Hier, Amphizel, das ist doch nicht Atmurai, das ist hier das andere. Quai, heißt es Quajutsu oder so? Den Bericht habe ich jetzt aus Versehen weggedrückt, aber ist ja egal. Wir entwickeln es jetzt gleich weiter. Mit noch einem weiteren Sonderbonbon. Das gab es irgendwie mal als echtes Spezialform hier zu bekommen, per Geheimgeschenk oder so, ne? Habe ich verpasst? Ah, so ist es halt. Und. Ja, genau, das Ding ist es hier. Genau, ein Quajutsu haben wir hier. Sehr gut. Wasserunlicht, das Ninja-Pokémon aus dem Schleim. Der aus seinen Oberschenkeln dringt, formt es Wurfsterne, die selbst Stahldraht mit Leichtigkeit durchtrennen können. Sehr cool, sehr cool. Und ein weiterer Pokédex-Eintrag haben wir. Den weiteren haben wir hier. Und dann können wir ja schon ausschauen nach dem nächsten Start erhalten. 3 haben wir noch. Also es kann doch durchaus noch ein bisschen dauern. Schauen wir hier einfach mal weiter, ob wir noch weitere Pokémon entdecken können. Uwei natürlich gar kein Starter. Slimer auch nicht. Wir haben hier Plex, Bummels haben wir hier am Start. Hier können wir auch nochmal runterschauen. Myrapla haben wir hier. Baumwoll oder sowas. Noch eine TM. Wo sind wir jetzt? Ein Sesokitz haben wir überfahren, okay. Was schlummert da am Baum? Was ist das für ein Pokémon? Rechts in der Ecke, da schläft irgendwas. Ah, hier ein Vogel. Ah, es ist nur ein Vogel. Und wo sind wir jetzt schon wieder reingefahren? In Myrapla sind wir reingefahren. Okay, das wollten wir natürlich nicht. Ich entschuldige mich dafür. Und dann schauen wir mal weiter. Hier scheint es jetzt keinen Starter zu geben. Hier haben wir nochmal einen Froxy. Haben wir gerade schon bekommen. Wir müssen Ausschau halten nach 3 anderen. Vielleicht, hier, Junge, die Kokowai-Farm. Alola Kokowai am Start. Du nicht. Hier in Richtung Küste schauen wir jetzt mal nach. Nochmal ein Alola Kokowai. Auf dem Bummels hier am Start. Slimer, wir gehen nochmal an den Strand zurück. Waren wir hier überhaupt schon? Ist das der Strand gewesen, wo wir waren? Hier stimmt auf jeden Fall nochmal ein Froxy. So, gehen wir mal hier hoch auf die Insel. Vielleicht sieht es da besser aus. Hier ist auch eine Höhle. Ich weiß nicht, ob das hier der Fackel, das Fackellabyrinth ist. Das ist, glaube ich, das Fackellabyrinth hier, der Höhleneingang. Ja, ja, ja. Genau, das sieht so aus hier. Das Fackellabyrinth. Ja, nee, da wollen wir jetzt nicht rein. So, hier. Hier geht es gleich weiter. In die haben wir hier. Sehr cool.
Sehr, sehr cool. Auch ein wunderschöner Starter, wenn auch nicht der stärkste. Aber cool ist er allemal. Und den fangen wir jetzt ein. Sollte mit Flottball eigentlich rucki zucki funktionieren. Sind ja immerhin nur die Basisstufen. Und das, ja, genau, wenn man einmal drüber spricht, das befreit sich und geht auf Solarstrahl. Ja, wunderbar. Dauert aber noch eine Runde, Kollege. Aber damit hast du mir jetzt den Flottball versaut. Und Schwächen ist nicht wirklich drin. Ja gut, wir haben die drei anderen Entwicklungen mit dabei. Damit könnten wir vielleicht ein bisschen schwächen. Ja, ne? Ein Hyperball bei Full Life ist jetzt gar nicht so einfach. Ja, der Solarstrahl macht jetzt moderaten Schaden. Kann man sagen. Für das Level ist es okay. So, einmal, zweimal. Okay, wir müssen vielleicht noch ein bisschen schwächen. Das macht uns hier einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Es absorbiert schon wieder irgendwas. Und Gortrum. Ja, Wasser würde ich nicht reinschicken. Nehmen wir Gortrum. Vielleicht können wir damit am ehesten ein bisschen draufhauen. Alle anderen sind, denke ich, viel zu stark, um hier Schaden zu machen. Oder zu schwächen. Das wird nicht drin sein. Solarstrahl verkraften wir auf jeden Fall locker. Wir müssen aber mehr Schaden nehmen. Wobei, es hält sich in Waage, ne? Im Gegensatz zu Libeldra. So, und jetzt hier mal Slam, ne? Gehen wir auf einen Slam. Machen wir den mal. Ja, der hat jetzt mehr gemacht, als ich gedacht hätte, ja? Aber ist okay. Gelber Bereich ist okay. Wir werfen jetzt weiterhin Bälle. Es ist immer noch im gelben Bereich. Trotzdem Sauger hier. Gigasauger war das jetzt, glaube ich. Jetzt werfen wir weiter Bälle und hoffen, dass es im Ball bleibt. Dreimal und immer noch nicht, Junge, bist du verrückt. Was läuft denn bei dir verkehrt hier? Du bist ein verdammtes Starter-Pokémon. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, aber Schwächen jetzt nochmal ist jetzt nicht wirklich so, ja, wird es nicht wirklich so viel bringen. Ja, da werden wir es eher besiegen. Wieder dreimal und wie? Indivier, ja. Du bist, wenn ich dich gefangen habe, schmeiße ich dich sofort wieder raus aus dem Team. Das sage ich dir jetzt. Bleib mal im Ball drin. Kann aber nicht sein. Das vierte Pokémon macht hier solche Spielereien mit uns. Und jetzt haben wir es aber. Sehr gut, sehr gut. Können wir gleich die nächste Linie entwickeln. Sehr, sehr cool. Granbull wird dafür auf die Box gehen. Ist ohnehin schon auf Level 100 angelangt. Keinen Spitznamen geben. Mit seinem aromatischen Blatt ist es in der Lage, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit seiner Umgebung zu messen. Das wandelnde Thermometer. In mein Team nehmen wir das auf. Für Granbull. Nein, ich wollte den... Ist auch immer nervig, ja. Das, warum wird man hier jedes Mal gefragt, ob man das Item in den Beutel nehmen möchte? Oder ob das beim Pokémon bleiben soll? Ja, wunderbar. Jetzt ist es natürlich vom Pokémon runter. Aber okay. Wir wollen jetzt entwickeln. Indivier. Level up zu Lorblatt müsste da rauskommen jetzt. Ein Lorblatt bitte. Auf jeden Fall. Ich finde die, also die Entwicklungsreihe finde ich optisch sehr cool. Gefällt mir, also optisch gesehen, fast, ist es fast meine Lieblingsreihe hier. Der Duft der Blätter um seinen Hals setzt bei jedem, der ihn riecht, neue Energien frei. Na, das ist doch wohl schön zu hören. Und dann noch ein weiteres Sonderbonbon hier rauf. Und dann haben wir auch hier die Endentwicklung. Megani oder Meganie. Keine Ahnung. So, es ist soweit. Sehr schön, sehr schön. Das haben wir auch wunderbar. Seinem Atem wohnt eine Kraft inne, durch die es abgestorbene Pflanzen und Blumen mit einem Hauch zu neuem Leben erwecken kann. Das ist doch sehr cool. Neuer Pokédex-Eintrag, da läuft der Blättertanz, wollen wir jetzt auch nicht an dieser Stelle. Wir wollen die restlichen zwei verbleibenden Starter-Pokémon finden. Mal schauen, ob uns das jetzt auch gelingt. Uwei ist hier. Sesokids. Das war eine Basisstufe, aber kein Starter-Pokémon. Schauen wir hier mal weiter hoch. Also hier noch auf der Ebene bleiben. Hier ist auch nur noch Uwei. Hier haben wir mal noch eine TM. Die holen wir auch mal noch mit. Ein Flammenwurf. Sehr schön. Ja, wir gehen mal. Wir wagen mal den Aufstieg hier. Ob hier oben vielleicht noch was los ist. Ne, hier haben wir Vögel. Hier ist schon die Grenze. Hier haben wir noch ein Item. EP-Bonbon L, 3 Stück. Hier haben wir noch ein Endivier. Okay.
Ob es ja, ja, es gibt wahrscheinlich hier nur die Basisstufen zu fangen. Das wäre ja auch ein Ding, wenn es die schon voll entwickelt zu fangen gäbe. Geht ja bei anderen Pokémon auch, ja. Manche sind ja auch schon voll entwickelt, die man hier fangen kann. Aber bei den Startern wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre ja, wenn hier, weiß ich nicht, ein Quajutsu einfach rumläuft oder ein Turtok oder ein Glurak. Ja, das wäre richtig heftig. Vipitis haben wir hier noch. Noch ein Vipitis. Sesokids, oh wei, okay. Hier schon mal nicht. Hier ist es schon mal nicht. Okay, ja, gehen wir nochmal weiter rauf. Noch eine Ebene weiter nach oben. Vielleicht in luftiger Höhe. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal... Also das ist die Vorentwicklung von der Spinne hier, ja. Ja, ja, nein, das brauchen wir nicht. Es ist manchmal echt schwer zu erkennen, die kleinen Viecher hier. So, weiter rauf. Ja, Items müssen wir jetzt nicht alle unbedingt aufheben. Wir wollen richtig weit nach oben. Sind hoffentlich immer noch im Küstenareal. Hier haben wir noch eine Zitrobeere. Hier haben wir auch noch was. Wir gehen noch weiter nach oben. Einen Hyperball bekommen wir hier immerhin zurück. Hier oben ist auch noch ein Gewässer. Sieht jetzt aber erstmal nicht aus nach Starter-Pokémon hier drinnen. Hier auch nicht wirklich Starter-Pokémon-mäßig unterwegs. Steinknochen. Es geht noch weiter nach oben. Ja, ein Terra-Kristall, ein Kamarot haben wir hier. Schauen wir nochmal nach. Vielleicht auch hier im Wasser, aber glaube ich bald nicht. Hier sind noch Haufen Seepass und Seemon ist ja auch mit dabei. Hier das Spinnlein. Was bist du? Knirrfisch oder wie er heißt. Hier Seemon. Nee, hier nicht. Alter, aber fehlen noch zwei Stück. Es fehlen noch zwei Stück. Platsch und dem Wasserfall hinunter. Das für eine Höhle hier. Gibt es da nur Items drin? Ja, ich denke, ja. Gehört nicht zum Fackellabyrinth, oder? Nein, hier ist nur ein Item drin, alles klar. Ein Kometstück. Ja, aber das kann doch nicht sein. Wo sind denn die anderen beiden? Ich habe mir das aufgeschrieben, welche fehlen. Wir haben... Ja, Bisasam fehlt uns hier noch. Und Hydropi. Die beiden müssen noch irgendwo auf uns lauern. Bisasam und Hydropi, denn die sollten ja... Hydropi könnte sich vielleicht am Wasser aufhalten, aber Bisasam ja wohl kaum. Das muss doch hier irgendwo in der Wiese sein. Was hätten wir denn hier noch? Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Waren wir hier schon? Küstenraststätte. Hier hätten wir auch noch beim Küstenplatz. Ja gut, da können wir auch mal noch suchen. Dann starten wir mal von hier aus, ne, als Zielort festlegen. Dann schauen wir erstmal in die Richtung. Vielleicht waren wir ja, glaube ich, noch gar nicht auf der Insel. Vielleicht gibt es dort irgendwas. Aber die anderen Gebiete haben wir ja jetzt schon angeschaut. So, dann gehen wir mal in diese Richtung. Hier sind überall noch Items, das ist der pure Wahnsinn. So, Küstenareal. Sind wir hier schon mal in Phlegmon reingefahren. Da hinten ist ein Fisch gestrandet, sehen wir gerade. Dem geht es anscheinend richtig schlecht, aber ins Wasser zurückstoßen können wir ihn nicht. So, nein, hier ist auch kein Start hier. Hier auch nicht. Wir sind ja, hier ist schon mal eine TM. Immerhin war es eine Schlammwoge. Tentoxa. Auf dem Alter, wie die immer spawnen, die Pokémon. Das ist auch echt wild. Na, ja, schauen wir mal noch hier am Strand entlang. Hier sind ein Haufen Phlegmons am Start, auf jeden Fall. Bummels haben wir hier auch. Ein Galanus-Zweig, ja, den brauchen wir, glaube ich, auch. Können wir eintauschen gegen das Entwicklungs-Item, was wir hier für Lamus brauchen. Galar, Lasho King. Wo geht's hier rein? Fackellabyrinth? Ne, hier gibt's noch ein Item. Carbon, jawohl, sind wir leichter unterwegs. Mit einer Carbon-Karosserie läuft das natürlich deutlich besser. Aber wo sind die denn hier? Na gut, dann schauen wir auf der Insel mal weiter in die andere Richtung. Hier ist ja noch überall was zu entdecken. 16 Terra-Stücken Gestein haben wir hier am Strand. Hier Robal haben wir. Froxy springt hier auch rum. Haben wir alle schon.
Natürlich könnte man die jetzt auch ganz einfach shiny handen. Brüten kann man die auch. Weiß jetzt nicht, was schneller geht. Uwei. Dann hier Plex. Visasam, die geilsten Starter überhaupt. Ja, hier die Kanto-Starter. Glumanda, Visasam. Und Shigi, die hier ist ein Roxy. Verstecken sich natürlich hier am besten. So scheint es mir zumindest. Hier noch zwei Bären. Kokowai. Myrapla, Sesokids und Slimog. Eieiei, so kann man auch ein Pass rumkriegen. Ich denke, das wird nichts mit Traubenakademie hier. Wir sind schon bei 25 Minuten. Alter, wo sind die Dudes denn? Also ich könnte jetzt natürlich auch die Spots nachschauen. Aber suchen finde ich dann doch schöner, als wenn ich hier alles vorher nachschaue. Also ein bisschen was möchte man ja auch selber tun. Für das Spielerlebnis. Aber, Junge. So, ja, ey, die müssen doch alle hier irgendwo sein. Uwei, ja, Uwei brauchen wir überhaupt nicht. Haben wir schon, habe ich schon gefangen. Zu Kokowai entwickelt. Gibt es hier eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie man Alola Kokowai bekommt. Also man kann es jetzt hier fangen, aber die Vorentwicklung muss ja auch irgendwo Uwei anzutreffen sein. Oder braucht man da einfach nur ein anderes Entwicklungs-Item? Uwei immer dasselbe. Mit einem anderen Entwicklungs-Item dann zu den Kokowai-Formen kommen, weiß ich jetzt nicht. Hier sind wieder Haufen VIPs am Start. Ja, Alter. Also wenn es jetzt noch ein bisschen länger dauert, dann muss ich echt mal nachschauen. Nicht, dass wir hier... Ich hatte schon Angst, dass ich den Part damit nicht fühlen kann, hier die Starter zu fangen. Aber es geht ja anscheinend doch. Es scheint ja doch zu gehen. Du bist kein Starter-Pokémon. Hier haben wir ein Pokémon-Center. Ah, toll. Wo sind die Starter hin? Letaking, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Und jetzt wieder in die Vögel reingefahren hier. Ah! Ja, jetzt müssen wir nochmal schauen auf der Karte. Wo waren wir denn jetzt anscheinend noch gar nicht? Also hier waren wir, denke ich, schon überall mal. Hier über die Brücke, jetzt sind wir auch über die Brücke. Kann ja wohl nicht sein. Hier waren wir auch schon in dem See, waren wir auch schon planschen. Hier wäre jetzt noch ein Spot, hier auch noch. Waren wir jetzt, wir sind zwar hier lang gefahren, aber ob wir am Strand waren. Hier waren die ganzen Lamus. Hier haben wir noch eine Insel. Ah, schauen wir nochmal da. Wir schauen nochmal da. Kann doch wohl nicht sein. Die können doch nicht so weit weg sein. Wenn es dort nicht ist, wenn die Viecher dort nicht sind, dann schaue ich mal nach. Ja doch, hier waren wir doch. Hier ist ein Froxy. Sesokids. Pudersand. Hier ist auch ein Froxy. Was geht bei dir? Ach, hier ist ein Alola Dictree. Lockenkopf. Drüben ist auch nochmal ein bisschen Strand. Aber sieht auch nicht so aus. Also ein Hydrobi wird wohl irgendwo am Wasser leben oder im Wasser, aber nicht. Nicht gesehen. Ja, und hier oben waren wir doch schon mal, hä? Kann ja nur noch irgendwo im Wasser. Vielleicht findet man Hydropi auch im Wasser. Wenn wir hier mal ein bisschen durchschwimmen. Schade, dass man hier nicht tauchen kann. Das wäre echt noch wild. Hier Unterwasserwelt. Das wäre richtig cool. Aber ich sehe hier überhaupt nichts. Rein gar nichts. Hier hinten waren wir ja auch schon mal. Da habe ich jetzt auch nichts gesehen. Robal schwimmt hier, glaube ich. Ist ein Robal. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Speed. Den Speed machen wir an. Was geht bei dir? Was bist du? Oh, noch ein Froxy hier. Wunderbar. Brauchen wir jetzt aber nicht. Iskalar Tinte. Sind am Zielort angekommen. Das freut mich ja. Luminion.
Na, echt nicht hier. Das ist ja hier wie Ostern. Was bist du hier, Robber? Alter, was kann denn das so schwer sein hier? Hier nochmal ein Strand. Waren wir da schon mal? Nee, hier ist ein Vogel am einsamen Strand. Hier nochmal ein Item hinten versteckt. Terra-Stück Stahl, 11 Stück. Jetzt spawnt hier ein bisschen mehr. Seso-Kids. Lubella oder wie die Viecher heißen hier. Der anderen Seite der Mauer vielleicht ja da. Der Brücke hier. Na, da ist ja wieder Wasser. Na, da ist auch nochmal ein bisschen Strand. Aber hier ist echt nichts los. Echt überhaupt nichts los. Hier haben wir nochmal eine Höhle. Item. Terra-Kristall. Slimog. Überkämpfen wollte ich jetzt nicht. Naja, nee, dann schaue ich jetzt nochmal nach, wo die Viecher sind. Ich habe jetzt nochmal geschaut. Die beiden Pokémon müssen sich irgendwo hier in der Nähe des Freiluft-Klassenzimmers befinden. Und das kann ja jetzt wohl echt nicht schwer sein. Wir waren da vorhin schon hier überhaupt nichts gesehen dergleichen. Ich habe es nochmal als Zielort markiert. Da müssen wir jetzt hier wieder raufklettern. Da waren wir doch schon. Ja, es geht gerade überhaupt nicht weiter. Jetzt doch. Irgendwo hier oben in dem See. Mittendrin muss ja Hytropi irgendwo sein. Oder am See. Wir schauen nochmal nach. Augen auf beim Eierkauf. Hier, wir sind am Zielort angekommen. Hier wurde das angezeigt. Aber hier ist nichts. Hier ist absolut tote Hose. Massiver Auflauf an Kurtel haben wir hier entdeckt. Ja, wunderbar. Das brauchen wir jetzt aber überhaupt nicht. Was haben wir hier? Ach, das Fackellabyrinth haben wir hier. Schauen wir mal noch weiter nach oben. Da waren wir aber schon. Ah, hier, guck mal, Bisasam haben wir jetzt hier immerhin gefunden. Das ist ja cool. Hier waren wir vorhin schon. Vielleicht eine geringere Chance zum Spawnen oder weiß der Geier was. Egal, wir werfen jetzt einen Flottball und hoffen, dass wir das schon mal einfangen können. Und dann bleibt nur noch Hydropi. Alter, leck mich, ne? Das hat schon mal gar nicht funktioniert hier. Ja, müssen wir jetzt wieder versuchen, irgendwie zu schwächen. Wir werfen nochmal einen Hyperball hier drauf. In der Hoffnung, dass es vielleicht jetzt gleich funktioniert. Ja! Oh, Junge! Eieiei, es kann nicht sein, dass die Starter hier so lange brauchen. Das geht jetzt wahrscheinlich auch auf Solarstrahl. 16 Bälle haben wir hier noch. Das ist ja erstmal okay. Einmal. Und wieder nichts. Also wir müssen jetzt hier ernsthaft wieder schwächen. So ein kleines, kugliches Startervieh ist aber am Ende cool. Dieser Flor kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Na gut. Ja, mit Libeltra und Lebenorb wohl kaum. Gehen wir hier auf... Ja, ich würde wieder Gortrom und Slam machen. Der kam vorhin schon ganz gut. Denke ich, wird jetzt genauso gut sein oder vielleicht gar noch besser. Versuchen wir es mal. Insofern wir jetzt hier nicht one-shotten, aber ich denke nicht. Wir sind ja ungefähr dasselbe Level. Solarstrahl trifft uns jetzt, aber das juckt uns ja jetzt nicht im geringsten. Wir gehen auf einen Slam. Ja, macht wieder genauso Schaden. Landet gleich direkt im gelben Bereich. Sind über fast perfekte Voraussetzungen hier, um das Ding einzufangen. 15 Bälle haben wir noch zur Verfügung. Hyperbälle. So, einmal, zweimal. Dreimal. Und da haben wir Bisasam auch schon eingefangen. Das ist sehr cool und das entwickeln wir jetzt auch noch natürlich weiter, so wie sich das gehört. Und dann versuchen wir mal noch irgendwie den letzten Starter Hytropi zu bekommen. Das Samen-Pokémon von Geburt an trägt es einen Samen auf seinem Rücken. Wächst es, so wächst auch der Samen. Das ist cool. In mein Team aufnehmen. Für Slimog packen wir das jetzt mal rein und das entwickeln wir jetzt weiter. Das sieht auch richtig cool aus hier. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt hier nochmal ein paar Sonderbonbons rauskramen aus dem Beutel. Sind ja noch genügend vorhanden. 87 Stück haben wir noch. Hier haben wir es. Level 67. Entwicklung zu Bisasam. Sehr cool. Ah, die Pokémon hier freilaufend in der Terra-Kuppel zu sehen. Ist schon echt cool. Sonst gab es die ja immerhin nur als Starter-Pokémon. Hat man nie freilaufend gesehen. Also wüsste ich jetzt zumindest nichts von. Bisasam haben wir in der Tasche und das entwickeln wir jetzt zu Bisasam weiter.
Noch ein Sonderbonbon auspacken, auf dieser Knospe anwenden. Und dann kommt der Dude hier. Endentwicklung. Bisa Flor. Sehr cool, ja? Sehr, sehr cool. Guck ihn dir an. So muss es sein. Der Samen auf seinem Rücken ist auch gewachsen. Es breitet seine großen Blütenblätter aus, um im Sonnenlicht zu baden und seinen Körper mit Energie zu füllen. So, und dann würde ich jetzt nur nochmal nach Hytropi suchen. Und wenn ich eins gefunden habe, dann... Blütenwirbel, was denn das? Der Anwender erzeugt einen turbulenten Blütenwirbel, der alle Pokémon im Umkreis erfasst und ihnen Schaden zufügt. Das klingt auch richtig cool. Ja, ich suche jetzt Hytropi und wir sehen uns gleich wieder. Bei Hytropi war ich anscheinend auf dem völlig falschen Dampfer. Ich habe die Karte falsch angeschaut. Im Fackellabyrinth drinnen. Jo, jetzt fallen wir erstmal schön tief runter. Muss das hier irgendwo sein, ne? Im Fackellabyrinth drinnen. Okay, wir schauen jetzt mal hier. Ist es hier? Nein, sieht nicht so aus. Ein Magpie. Hier haben wir einen Kurtel am Start. Digda Fleckmon. So, schauen wir mal weiter. Wir bewegen uns jetzt hier im Fackellabyrinth vorwärts, rückwärts und seitwärts. Wir gehen immer tiefer rein. Oder ist das hier auch an einem Wasser? Gab es hier auch irgendwo Wasser? Ich war hier schon mal drin. Hab mir das mal offcam ein bisschen angeschaut. Ja, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Kann ja dann wohl nicht so schwer sein. Wir sind im Fackellabyrinth drin. Hier muss es irgendwo spawnen. Digda, Digdri, hier haben wir Wasser zum Beispiel. Wow. Wow. Was ist denn? Hä? Wie sieht denn das aus? Ist das ein normales Fleckmon hier? Das sah jetzt aus wie... Ist das ein Shiny? Weil da kamen jetzt keine Sterne. Oder gibt es das auch so in der Farbe? Oder wird das jetzt hier nur so angestrahlt vom Wasser? Wir haben es auf jeden Fall eingefangen. Okay, schauen wir mal. Geil, die Galarform haben wir auf jeden Fall. Nein, wir geben ihm keinen Spitznamen. Wir nehmen es mal ins Team auf. Hyli Beltra, das packen wir auch mal in die Box rein. Dann schauen wir uns das mal an. Oder haben wir die Sterne jetzt nur verpasst davon? Ja, jetzt wird es normal angezeigt. Hä? Wird das hier im Wasser nur so komisch angeleuchtet? Ja, guck's dir an. Warte mal, hier. Ja, komm, Digda, nerv nicht rum hier. Das kann ja wohl nicht sein. Hier sieht's jetzt nochmal... Alter, ist ja echt krass. Konnten wir jetzt nicht fliehen oder was ist hier jetzt Phase? Ja, wir sind jetzt entkommen. Okay. Das sieht auf dem La... Alter, ist ja krass. Komm zurück. Hier ins Wasser rein. Heftig, hä, wie das aussieht. Da wird man ja völlig verarscht. Ich habe gedacht, das ist ein Shiny, aber nein, nicht. So, wir suchen weiter. Hytropi. Hier haben wir nochmal ein Item. Mehr nicht. Ein EP-Bonbon L. 3 Stück von. Das wäre aber ein cooles, ja. Das wäre ein cooles Fleckmon hier als Shiny. Ich weiß ja nicht, wie das sonst aussieht. Aber so anscheinend nicht. So, hier geht es ja wieder raus. Und die Viecher müssen ja im Fackellabyrinth drin sein. Nicht direkt im Küstenareal, sondern hier drin. Ich melde mich wieder, wenn ich es gefunden habe. So, ich habe es jetzt gefunden. Es hat echt lange gedauert. Hier schwirrt ein einsames Hytropi mitten im Fackellabyrinth rum. Das hat jetzt echt lange gedauert. Aber cool, wir haben den letzten Starter des Küstenareals hier vor der Linse. Wir werfen den Ball und hoffen, dass wir es einfangen können. Und da hat es schon dreimal gewackelt und es ist drin zum Abschluss. Wunderbar, hat es funktioniert. Und auch dieses Pokémon entwickeln wir jetzt vollständig weiter. Sehr cool. Haben wir 6 Starter-Pokémon schon mal eingefangen. Das ist doch sehr cool. Ja, wir wollen keinen Spitznamen geben. Wenn es seine große Schwanzflosse einsetzt, kann es im Wasser schnell beschleunigen. Es ist überraschend stark für seine geringe Größe. Nehmen wir ins Team auf, dann haben wir 6 Starter im Team Fleckmon raus. Die shiny Verarsche hier, weg damit. Und dann... Gibt es noch 2 Sonderbonbons hier oben drauf? Ja, warte mal. Wo ist denn jetzt hier? Sonderbonbon 85 Stück. So, jetzt hier. Zack. 61. Es entwickelt sich weiter. Wie sieht die erste Entwicklung hier aus von Hytropi? Habe ich jetzt nicht. Ah, genau. Hier, so wie heißt es?
Morabbel, genau. Morabbel haben wir hier. Wasserboden, Lehmhüpfer, Pokémon. Auf instabilem, schlammigem Untergrund kann es sein wahres Potenzial entfalten. Feststeckende Gegner überwältigt es im Handumdrehen. Sehr schön. Und dann holen wir uns jetzt noch die letzte Entwicklung. Es versucht Lehmschuss zu erlernen. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Wir wollen nur die Entwicklung sehen. Und zum krönenden Abschluss kommt jetzt hier noch ein Bonbon drauf. Und dann haben wir... So, ist es Sumpex? Ich glaube, Sumpex ist das hier. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus hier. Das ist ein Sumpex. Das haben wir jetzt hier am Start. Auch Wasserboden, Lehmhüpfer-Pokémon. Seine Arme sind steinhart. Mit nur einem Schlag kann es Gegner zu Boden strecken. Es baut sein Nest an pittoresken Stränden. Sehr schön. Und damit sind wir jetzt auch am Ende des Parts angelangt. Und wenn ihr weitere Erweiterungen der Terra-Kuppel nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gern den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denn da geht's richtig rund. Bis dann und tschüss.